Die österreichische Schülerunion wehrt sich gegen das Vorhaben der Unterrichtsministerin, allen Schülerinnen und Schülern die gleiche Matura vorzusetzen. Eine Zentralmatura eine reine Husch-Pfusch-Aktion ist und wir wollen nicht als Versuchskaninchen da verwendet werden bei einer der wichtigsten Prüfungen in unserem Leben, der Matura. Im letzten Jahr wurde im Rahmen eines Schulversuchs die Zentralmatura erprobt und fiel glatt durch. Die Schüler wurden damals mit Aufgaben konfrontiert, die so nie unterrichtet wurden. Die Schülerunion will deshalb direkt mit Ministerin Schmidt in Kontakt treten. Die erste ganz wichtige Forderung ist, dass sie sich einmal den Mut zusammennimmt, sich mit uns, die Beteiligten sind, an den Tisch zu setzen. Weder sie, noch die Lehrer, noch die Eltern, noch die Beamten im Ministerium werden jemals eine Matura schreiben, jetzt in diesem Alter. Und wir schon. Deswegen soll sie sich mit uns am Tisch setzen und diese Forderungen, die wir haben, einfach einmal sich anhören und ernst nehmen. Gegen eine Bildungsreform wäre nichts einzuwenden. Man müsse allerdings am Fundament zu arbeiten beginnen und nicht am Dach.